So, Freunde und Moin zusammen, ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein richtig schönes Kfz. Einige aus dem Livestream werden das mitbekommen haben. Der Max fährt den nämlich aus der Community. Und das ist ein, hoffentlich kriege ich es jetzt hin, Dodge Challenger Skat Pack 6,4 Liter mit Whitebody Paket. Richtig? Okay, perfekt, das passt. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Schauen wir uns den Wagen jetzt als erstes mal von außen an. Nochmal ein paar Hard Facts. Hier hat ein V8 Motor verbaut, 492 PS und satte 6,4 Liter Hubraum. Also da geht auf jeden Fall ein bisschen was durch, wenn wir gleich die Probefahrt machen. Er hat rundum 305er Socken drauf mit 20 Zöllern bei einem Querschnitt von 35. Also schon ordentlich. Gute Bremsanlage anscheinend auch dabei mit einer Brembo-Anlage. Hier in einem Unilack. So sieht der Wagen aus. Ein Kollege hat den Wagen auch schon mal poliert am Anfang, weil so ein paar kleinere Kratzer drin waren. Wundert euch nicht, Karre ist noch ein bisschen dreckig, wie ihr sehen könnt. Dementsprechend kommt noch ein nächstes Video, wo wir auf jeden Fall eine komplette Reinigung des Wagens machen. Hier hinten richtig schönen dicken Spoiler drauf, sieht auch sehr geil aus. Hier den schwarzen Tankdeckel. So, und jetzt gucken wir auch noch mal rein. Wir sehen hier auch wieder dieses Logo, diese Biene, die ja hier bekannt ist bei Dodge. Die haben wir ja auch noch mal außen, kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Da sehen wir es nämlich, 392 sind quasi die 6,4 Liter, wenn ich richtig informiert bin, in der amerikanischen Größenordnung. So, und so sieht das Cockpit aus. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, das ist immer so ein Diskussionspunkt, wo es direkt wieder losgeht, jo, das gefällt mir nicht, das gefällt mir doch sehr gut, ob im Verhältnis gerade zu den deutschen oder europäischen Fahrzeugen. Typisch deutscher Test, werde ich bei einem Ami bestimmt nie sehen, aber wir gehen jetzt mal hin und gucken uns mal hier an. Was haben wir hier für Material? Wir haben hier oben sogar Weichplastik verbaut, das fasst sich auch gut an. Minimalst am Knirschen bis fast gar nichts. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Da muss man den Amis lassen. Da hat sich was getan. Da haben sie wirklich einiges geändert, einiges gemacht. Und auch gerade hier haben wir einen Karton. Haben sie sich verschrieben. Das schreibt man noch mit Karton, mit T-O-N-G am Ende. So, dementsprechend hier so ein bisschen scheint Kunstleder zu sein, würde ich sagen. Hier unten haben wir ein Hartplastik und hier oben sogar auch noch ein Weichplastik. Also definitiv einiges geändert und gemacht. Und wie ihr wisst, in den USA muss man sich ja vor allem irgendwie schützen, dass man nicht verklagt wird. Und dann gibt es hier Tatsache für diesen Becherhalter, nee, nämlich eben nicht, Flaschenhalter, so ist es richtig, es ist ein Flaschenhalter und kein Becherhalter, ein Hinweis, nur Flaschen abstellen, keine offenen Becher, weil die ausschwappen könnte. Ich sitze ja jetzt noch drin, trete mal auf das Pedal und starte mal. So, klingelt natürlich, weil die Tür offen ist, die mache ich mal kurz zu. Und so sieht das Cockpit aus und jetzt können wir ja mal hier im Innenraum auch kurz Gas geben. Huh! So, und den Sound, den müssen wir natürlich jetzt auf jeden Fall von außen auch mal wahrnehmen. Deswegen gehen wir noch mal raus. Ja, und ich denke, der klingt ganz ordentlich. Na, also auch dieses unrunde V8-Geräusch, das jetzt hier so permanent läuft. Einfach nur geil, also wirklich, und auch der Auspuff-Sound, richtig klasse. Hier sehen wir jetzt auch nochmal dieses krasse Aggregat, so sieht der aus. Der Kollege hat hier auch noch zusätzlich so einen speziellen K&N-Luftfilter drin. Und jetzt machen wir hier nochmal... Oh. Der klingt ordentlich, ne? Sehr geil, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, auf dem Beifahrersitz, Kollege ist der Max. Hallo, schönen guten Tag. Genau, und wir fahren jetzt hier bei mir in der Ecke, wo uns ja auch hier um die Ecke, ein wenig über Land. Und das Fahrzeug ist groß. Also ich weiß nicht genau, ich glaube irgendwas über 5 Meter. Du hast es jetzt auch nicht so genau im Kopf von der Länge her, aber der ist wirklich breit und verdammt lang. Also das ist schon krass, wenn ich so vorne... Motorhaubenende ist schwer zu entdecken, auch wenn ich jetzt so ein bisschen hier oben sitze. Nach hinten raus, ja, Überblick geht so, ist ganz okay. Und die ganze Zeit natürlich diesen geilen V8-Klang, das ist schon echt cool. Also das gefällt mir gut. Und du hast ja gesagt, auch auf der Autobahn ist der nicht leiser. Ja, auch da macht das ordentlich Spaß. Ja. Untertourig da vor sich her zu blubbern, das ist schon super. Ja, also bei 6,4 Liter ist das halt schon... sportlich.
habe jetzt gerade mal 30% vielleicht circa auf das Gaspedal getreten. Aber das ist schon richtig krass, was da an Dampf kommt. Bleib stehen. So, und du hattest, was hast du jetzt dran gemacht? Ich hatte das vorhin erzählt, du hast einen, anderen Luftfilter vorne drin von K&N, genau. Und du hast hier im Fahrzeug H&R-Federn drin, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Als ich den Wagen gekauft habe, wurde dann direkt beim Händler das K&N-Ansaugsystem eingebaut, K&N-Typhoon-Paket. Dann wurden mir die Scheiben getönt, direkt noch vom Hersteller, also vom Verkäufer her, okay, vom Autohaus. Und die Frontkamera habe ich mir noch einbauen lassen. Dann war er dann bei H&R und ist dann als Testfahrzeug oder als Entwicklungsfahrzeug genommen worden, um Tieferlegungsfedern für die Modellreihe und für das Auto herzustellen. Und jetzt ist er vorne 40 und hinten 45 mm tiefer gekommen. Ja, und das war's ja. Also das Klangbild ist halt einfach nur krass, ne? Das muss ich wirklich sagen. Ich fahre ja auch einen V8 im C63, aber das hier ist nochmal wirklich was anderes. Das ist amerikanisch. Genau. Ist amerikanisch. Genau. So kann man das eigentlich, glaube ich, wirklich genau richtig ausdrücken. Amerikanische Power. Das ist echt schon angenehm. Das fährt sich richtig geil. Und ich muss auch sagen, man hat ja so sehr häufig so diese Vorurteile und verurteilt auch sehr, sehr schnell und gerne so amerikanische Fahrzeuge wegen Verarbeitung, Qualität und alles in der Richtung. Aber ich finde den jetzt echt in Ordnung. Über das Design, da kann man streiten, keine Frage. Also außen finde ich den mega, gar keine Frage. Innendesign, ist halt Geschmackssache, wie bei jedem anderen. Da gefällt bei vielen auch nicht, dass bei mir beim AMG halt das Navi wie ein iPad da reingestellt ist. Bei dir ist das jetzt integriert. Navi habe ich mir jetzt noch nicht so im Ausmaß angeguckt. Sieht aber so von der Übersicht her ganz gut aus. Schieberegler, also hier Touchscreen-mäßig ist ja auch drin. Das finde ich auch ganz schick gemacht. Da kann man jetzt nicht meckern. Also man merkt einfach, dass die Amis meiner Meinung nach wirklich in den letzten Jahren einiges gemacht haben und aufgeholt haben. Merkt man auch beim aktuellen Mustang GT ja. Der ist auch nicht mehr wie vor 10 Jahren noch das Modell. Da ist schon wirklich viel, viel passiert. Das muss man ganz klar anerkennen. Ja. Und man redet ja nicht über Geld, aber das machen wir jetzt mal trotzdem. Ja. Also offizieller Listenpreis für das Fahrzeug bei 63,8. Ja, und jetzt könnt ihr gerne mal... Sorry, bitte? So in Deutschland erhältlich für 63,8. Genau, und jetzt mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ein Neuwagen. Nennt doch mal einen Neuwagen aus dem deutschen oder auch aus dem europäischen Raum mit einem V8 mit 6,4 Liter mit 492 PS, den es für 63.000 Euro gibt. In Vollausstattung. In Vollausstattung, das kommt noch dazu. Also Lordosenstütze habe ich hier drin, ich habe einen elektrischen Sitz hier auf der Fahrerseite. Alles, was das Herz begehrt. Also das ist schon eine krasse Nummer. Wo wir bei Geld sind, wie ist der im Unterhalt, Versicherung und Steuer? Ist ja sehr krass. Versicherung bin ich ungefähr bei... Ist immer individuell, muss man natürlich dazu sagen. Ich fahre schon sehr lange Autos, ist jetzt mein Drittwagen und da sind die Prozente direkt erstmal bei SF 11, 70%. Ist so die Ersteinstufung für einen Drittwagen. Okay. Und der liegt dann ungefähr bei 100 Euro im Monat und 500 Euro Steuern im Jahr. Ja, die 500, die hauen rein. Das ist ordentlich. Ich habe 250, 280 Steuer im Jahr beim AMG und habe bei meiner Versicherung bei SF Erstwagen, also Schadenfreiheitsklasse, bin ich bei, ich glaube so 17 oder sowas müsste das jetzt sein. Da habe ich auch ca. 100 Euro im Monat bei der Karre. Also von daher, da tut sich jetzt nicht so viel. Und dann die übliche Frage, die natürlich viele stellen, was verbraucht der spritmäßig? Weißt du das? Guckst du da drauf? Ja. Darf man da drauf gucken, wenn man so einen fährt? Ja. Also wenn wir mal... Man sollte es nicht, aber wenn man da ist, ne? Die typischen Faktoren im 120 auf der Autobahn ist man ungefähr bei 10, 11 Litern durch Zylinderabschaltung. Dafür brauchst du weniger als ich. Fährt man jetzt hier flotter durchs Land, ist man bei, was steht da aktuell, 15,1 Liter auf die letzten... Ach, da rechts oben steht das, jetzt habe ich es gesehen. Okay. Auf die letzten das ist ähnlich zu meinem. 400 oder 500 Kilometer, so Durchschnittsverbrauch, 15,1 Liter.
wie auf dem Land. Mal schneller fahren, mal ruhiger fahren, mal cruisen, mal feuern. Ja. Finde ich noch für die PS-Klasse. Genau, man muss es halt immer, gerade auf den Hubraum bezogen. Ne? Warum verbraucht meiner jetzt auch verhältnismäßig nicht so viel? Weil ich nur 4 Liter drin habe. Ne? Weil wegrationalisiert wurde, dass der, also der 6,2 Liter aus dem C63 vom W204. Ja, ansonsten, der fährt wirklich solide. Kann man wirklich absolut nicht meckern. Auch hier direkt ansprechende Lenkung. Optimal, kann man wirklich nichts gegen sagen. Klar, ist natürlich jetzt durch die H&R-Federn, die du angesprochen hast, noch mal ein bisschen bestimmt verbessert, beeinflusst. Also ein Tacken ist noch dazugekommen, also wirklich aber wenig. Das Serienfahrwerk ist von Bielstein verbaut, also komplett Bielstein, Federn und Stoßdämpfer komplett Bielstein, auch Härte verstellbar. Mhm. Und also wirklich, da gibt es nichts zu meckern. Also wenn man sich da reinsetzt und sagt, ja, das ist mir jetzt aber zu schwammig oder wie man früher mal behauptet hat, die Amis können gerade ausfahren. Leute, das war 1970 so. Das ist schon lange vorbei. Ja. Also das macht er wirklich mit Bravour. Geht das er vor sich her in die H&R-Federn. Haben die Wagen nochmal einen Ticken härter gemacht, aber wirklich nur so ein ganz klein bisschen. Aber dieses Hüpfen über Hubbel, das haben die den komplett genommen. Das hatte da früher so ein bisschen, dass er, wenn man über den Hubbel gefahren ist, dass dieses, wie soll man sagen, ich habe ein anderes Wort, außer Rebouncing dazu, ne, dass er nochmal eintaucht. Ach guck mal, Camaro. Sehr schön. Wunderbar. Und die H&R-Federn haben dieses Hüpfen, dieses Nachhüpfen über den Hubbel, haben das komplett weggemacht. Also es ist noch ganz leicht. Man fährt über den Hubbel, denn der Hubbel ist gegessen. Es gibt diese Stressphase fürs Fahrwerk nicht mehr. Ja. Ja, also ich bin wirklich begeistert. Also für einen Ami, ich mag Amis, je nachdem, ich war auch selber vor ein paar Jahren überlegen, mir einen Mustang GT zu holen. Mhm. Habe ich dann doch nicht gemacht. Was sagst du denn zur Schaltung? Bei Mustang hast du ja das Wandlergetriebe so. Ja, das war schlimm. Also das hier ist was ganz anderes. Das ist hier, es ist deutlich langsamer. Das muss man fair dazu sagen, es ist deutlich langsamer als bei mir im Benz. Keine Frage. Aber das ist jetzt nichts, wo du sagst, damit würde ich gar nicht klarkommen. Also das ist okay. Ich merke das halt. Ich jetzt schalte so, ja, wie er die Gänge einlegt, das dauert halt wirklich so eine Gedenksekunde ein bisschen länger als bei meinem. Wir sind aber auch im Sportmodus, ne? Im vom Getriebe. Also wenn ich jetzt einen Track mache oder einen Sportmodus, dann geht das nochmal schneller. Ja, merkt man direkt. Aber hast du das gemerkt, wie der den reinhaut? Er haut sich die Gänge rein auf Teufelkammer. Also wenn der Chef sagt, du musst schalten, dann ist dem Getriebe dann egal, ob das jetzt passt oder nicht. Der Gang wird da reingehämmert. Und das ist ein 7-Gang? 8-Gang. 8-Gang. Okay, ich bin nämlich gerade im 7. und am 8. lässt er mich bei 60 Grad nicht. Okay. Naja, also da merkt man auch, das ist deutlich verbessert worden. Da ist viel passiert über die Jahre, definitiv. Aber an meinen MCT im AMG kommt es jetzt noch nicht dran. Da darf man auch nichts sagen. Aber wenn du es jetzt wieder preis-leistungstechnisch vergleichst, ist das natürlich wieder eine ganz andere Nummer, weil meiner kostet halt mal in der Konfiguration, wie ich ihn habe, 110.000 und der liegt hier bei 60 oder 63 dann. Ne? Ja, Freunde, das war hier die kleine Probefahrt von uns soweit zu diesem geilen Kfz. Schreibt mal rein in die Kommentare, wie ihr den findet. Und wenn man sich jetzt diese Größenverhältnisse hier nochmal anguckt, im Vergleich zu meinem C63 in der Limo-Variante, ist das einfach mal wirklich eine ganz andere Hausnummer von der Breite her, von der Länge her dieses Fahrzeuges auch. Na, guck mal, also ich habe ja hier vorne so ein bisschen die Kotflügelverbreiterung, aber die ist da einfach nochmal gigantisch mehr. Und genauso auch hier. Die Karre ist einfach riesengroß. Dementsprechend, Freunde, ich hoffe, die kleine Probefahrt hat euch gefallen, so als kleiner Vorgeschmack darauf, weil wir fahren nämlich jetzt noch schön waschen in der Sonne. Ist halt einfach so. Daumen hoch, freut euch aufs nächste Video und haut rein. Bis dann.